Genau, jetzt haben wir einen Stern. Müsste ja eigentlich bald einer angefahren kommen. So, Polizeiauto haben wir. Wollen wir erstmal einen Stern los, gleich hier unten. Zack. Ah, hier fahren wir nicht lang. Bis das wieder endet wie vorhin. Hinter uns nicht so ein Stern-Ding. Ah, mit Qualm schon wieder. Hier haben wir gar nichts gemacht. Das können wir natürlich leider nicht ins Fan und Spray. Der 8-Ball wird uns nicht helfen, was die Polizei angeht. So, jetzt ohne Bremsen Polizei, wie er uns geht. Überall Freunde. Da müssen wir vielleicht irgendwann noch so einen hübschen blauen Stern finden. Wo spätestens, wenn wir reinfahren, haben wir einen. Durch den Tunnel fahren, da ist doch so ein Sternchen. Genau. So. Schnell weg und mal die AK auspacken. So, komm mit, mein Freund. Komm schon. Komm, 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 komm. Blöd, es ist nur noch regnet. So, wir nehmen den anderen Ausgang. Und sowieso das Auto wechseln. Wir hoffen, dass hier direkt ein Auto auf dem Parkplatz steht. Jawohl, tut's. Komm raus, 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 wechseln. Nicht wieder irgendwo feststecken, mein Freund. Und jetzt ab zum Frame and Spray. Ist ja glücklicherweise nicht ganz so weit und plus 3 Sterne. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach. Polizeisperre. Also Straßensperre, muss ich gesagt. Hier ist ein Stern. Hier ist ein Stern. Hier ist ein Stern. Zack. Und zwar wieder einen Umweg zur 8-Ball fahren. Darf ich das nicht von der Brücke fallen? Ein paar Busse, Polizeiauto, zack, ahaha, jetzt müssen wir wieder hier vorbeifahren. Direkt durchs gegnerische Ganggebiet sozusagen. Ja, da waren sie auch schon. Oh, Pain and Spray, Pain and Spray. So. Sehr hübsch. Sehr hübsch hier. Meine Güte, ey. Wird das alles bezahlen müssen, du? So, zum Yakuza Dojo. Uiuiui.
Blume schauen. Ei, 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 ei. Das sollte in der Dojo sein hier? Okay. Na gut. Mission erfüllt 30.000. Ich glaube allein mit den Waffen, die wir dafür gekauft haben, uns weit über 50 oder so gekostet. Naja. Aber jetzt haben wir ihn erstmal bewiesen, dass wir vertrauenswürdig sind. Ja, natürlich eigentlich. Als Beweis damit, dass wir vertrauenswürdig sind, sollen wir einen. Ja, einen seiner Kollegen, den er als Familienmitglied bezeichnet, aus dem Knast holen. Ja. Wollen wir leben? Nein. Rüstung haben wir auch. Auto. Aber hier unten könnte ein Päckchen liegen. So eine typische Stelle für so ein Päckchen hier eigentlich. Da liegt's doch. Aha, haha. So, haben wir schon 14 von 100. Spitze! Spitze, Spitze, Spitze. So, wie geht's direkt weiter? Und jetzt, wo wir eben ja bewiesen haben, wie loyal wir der Yakuza gegenüber sind, sollte er eigentlich ein paar schicke Aufträge für uns haben. GTA. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motorcars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars and the gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Mhm. Ja, eine Schuld zu begleichen und ich muss das machen. Okay. In einem 1A-Zustand. Okay, also die Autos. Und das Dunkelrote. Na gut, wollen wir schauen. Fangen wir mal mit dem, der weiter wegschaut. Also der hier, jetzt rechts auf der Minikarte. Und nicht gleich um die Ecke. Das sieht aus wie Päckchen, Ecke. Päckchen, 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 Päckchen. Alles gesehen? Nee. Hier steht das Auto. Ah, Päckchen. Der Gewusste gibt es auch ein Päckchen. So eine typische Gasse hier hinten. Da gibt es immer ein Päckchen. Päckchen 15 von 100. So, mal schauen, ob wir den ohne Trouble klauen können. Und Stinger. Oh, das sieht ganz gut aus. Ganz lassen muss man aber auf jeden Fall. Oh, das 4 Minuten 50 noch. Müssen wir uns noch ein klein bisschen beeilen, ohne die Karre zu schrotten. Ja, jeder, der meine Fahrweise so ein bisschen beobachtet hat, weiß, das ist eine ziemliche Herausforderung. Schnell und ohne. Ja, jetzt müssen wir nur noch reparieren. Verdammt. Also zum Thema schnell und ordentlich. Weil die Punkte scheinen relativ in der Nähe zu sein. Ach Mensch. Droge-Päckchen. So, wir sollten uns doch ein bisschen beeilen, wa? Was noch? Mensch, wie geht's denn jetzt? Allem, wo wir hinwollen hier. So, jetzt.
meine Güte. Ah, Paint and Spray ist also gleich. Sind wir die Garage direkt neben Paint and Spray. Das ist eigentlich völlig Wurst, wenn die Karre völlig zum Brei gefahren hierher bringt. Die Garage ist direkt daneben. So, jetzt müssen wir uns alles übereilen. 3 Minuten fürs nächste. Noch 2 Autos, oh Gott. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Mal schauen. Drauf an, ob die anderen Autos auch komplett unbeschützt sind. Steht hier auf dem Parkplatz. Wo wir die Einfahrt finden. Haben bestimmt wieder einmal in so sinnloser Weise. Ne, hier ist er. Ich dachte schon, ein Bobcat klauen. Janus. Das schaffen wir, den ganz gleich abliefern. Davon ist die Garage schon. Der fällt ein. Ach, in dieselbe Garage. Blödsinn. Oh, das war 1 Minute 15. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Weil wir immer ja Ewigkeit zum nächsten Auto laufen müssen. Ah, wie immer im Zelda-Style. Nur 50 Sekunden. Ich zweifle ehrlich gesagt, dass wir das schaffen. Wenn das Auto nicht auch gleich hier in die Ecke ist. Oh ja, ist es. Ja, ja, schießt auf jemand anders. Das ist schon. 20 Sekunden mit der Möhre hierher gebraucht. Ich dürfen wir im Cheater eigentlich schneller zurückschaffen. Vollgas, davon ist es gleich 15 Sekunden. Ah, Mission fehlgeschlagen. Bei einer Sekunde. Ach, verdammt, ey. Verdammt. Okay, okay, jetzt sind wir die Autos in ganz der Nähe, wenn wir uns glaube ich so beeilen, schauen wir das jetzt direkt beim nächsten Versuch, hoffe ich zumindest. Und nicht ein Auto komplett schrotten. Ach, das war jetzt doof. Das hätte man eigentlich schaffen können. Ach Mensch! Ich habe mich leider ein bisschen blöd angestellt. So. So, hören wir erstmal wieder den hier. Den Stinger, ist er, glaube ich. Ah,
Mensch. Eigentlich haben wir ja schon das richtige Auto dabei. Hier ist so einer wie ein Humble hier. Cheetah. Im Endeffekt sogar genau der, den wir dann abholen. So, jetzt sind wir nur noch zur Garage bzw. Paint and Spray schaffen. Ohne die Karre zu ruinieren. Ach Mensch. Jetzt ist egal, jetzt können wir Vollgas geben, müssen wir sowieso reparieren. Er rutscht aber auch so komisch beim Bremsen. Ja, aus unserem Geld reparieren hier, zack. Praktischerweise direkt nebenan. So, jetzt wieder zum nächsten Auto rennen. So, schön im Zelda-Style hier. So, rein hier in die Möhre. In den alten Blister. Im Päckchen, ne? Wir haben uns als erstes den hier. Den wir bloß gerade ausfahren müssen. Zum Schluss. Will ich nicht drüber fahren, ne? Also 3 Minuten 30. Sieht ganz gut aus soweit. Nicht das Auto anfahren. So. Schaffen wir den Heiler lassen gleich. Sparen wir uns die Kosten fürs Paint and Spray. Mal wieder ein bisschen Geld machen hier. So, aber das zweite Auto. Und noch 2 Minuten 40 Zeit. Das sollten wir locker schaffen. Das nächste Auto ist ja wirklich gleich um die Ecke. So, ab durchs Grüne. So, dann holen wir uns den hier noch. Cheetah. Noch eine 1 Minute 45. Was schießt denn alle auf mich hier? Ja, 1 Minute 25 noch Zeit hier. Zack, wunderhübsch. Mission erfüllt, 25.000. Sehr schön. So, dann haben wir den Gefallen erledigt. Meine Güte. So, dann gehen wir direkt zur nächsten Mission. In so einem lustigen Van hier.
habe schon eine Weile kein Päckchen mehr gefunden. Bis jetzt auch keine der verdächtigen Orte mehr gesehen, wo so ein Päckchen rumliegen könnte. So. Der Jamaika-Deal. When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yadi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive! Das Ehrgefühl verlangt, dass niemand am Leben bleibt. Nach Norden, Richtung Newport, da finden wir einen Yadi-Wagen, okay. Nach Norden ist auch damit die Map eingezeichnet, sehr schön. Dann fahren wir einfach mal immer Richtung Norden. Ach, die Yadis, das wird so ein Jeep sein hier. Und die ganze Zeit auf uns schießen. Also arbeitet unsere betrügerische Ex für die Yadis, ja? Aha. Downton Plaza, Penn, Lenti. Das müsste doch so einer sein hier. Und sind das die Jamaikaner? Scheint genau das falsche Auto zu sein. Wenn wir noch weiter nach Norden fahren. Hier nicht. Dann werden wir später noch hin müssen, daran kann ich mich noch erinnern, aber... So viel weiter Richtung Norden kann ich ja nicht. Missionsinfos. Ein Yadi-Gang. Eine Yadi-Gang. Klaue eine Yadi-Wagen. Fahr nach Norden in Newport, findest du einen. Ja. Da haben wir wohl über die Brücke müssen, um nach Newport zu kommen. Nur ein paar Leute schon umgefahren. Was müssen wir uns gleich verfolgen deswegen? Ach doch, hier jeder. Feuerwehr. Ah, Päckchen. Wir zeigen noch immer mal, wir holen jetzt ein Päckchen. Die Päckchen sind wichtig. Und 16 von 100, sehr schön. Ganz ehrlich, ich mag das. Im Gegensatz zu ich glaub, GTA 4 und auch GTA 5. Ja, da ist es, wenn man irgendwas Spezielles braucht, ein Gang-Auto oder ja, ein ganz bestimmtes Auto, dann holt man das immer an einer ganz bestimmten Stelle. Das steht da immer einfach rum. Ja, sitzt in der Regel auch keiner drin. Ja, das gerade bei GTA 4, die Mission mit der Polizei, ja, da steht das Auto einfach da. Hier kriegt man halt gesagt, ja, fahr nach Newport und hol dir so einen Yadi-Wagen. Man sich jetzt zwar irgendwo so, ja, Mensch, komm ich denn auf die blöde Brücke hier? Ja. Man sich zwar selber im Kopf machen, wie man da jetzt hinkommt. Das ist die gesperrte Brücke. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir hier jetzt wirklich richtig sind. Ne. Das wird nichts. Wir sind auf die andere Brücke. Ja, hier muss man sich halt einen Kopf machen, wie man jetzt da hinkommt. Ach, Mist.
Hey! Das war absolut so gewollt. Behaupte ich jetzt einfach. Dazu sieht es gut aus. Päckchen, Päckchen, Päckchen mehr. So, aber trotzdem müssen wir jetzt irgendwie Richtung Brücke. Ich musste in die andere Brücke. Ne, da waren wir vor uns. Da ist, haben wir schon ein Päckchen gefunden. So typische Seitengasse. Und sehen wir natürlich nicht mehr viel hier. Auch das Finden der Brücke unheimlich leichter. Also nicht wirklich. Aber die andere Stadt ist doch Richtung Norden, oder? Muss hier eine der großen Straßen sein, die dann direkt auf die Brücke führen. Ja, nehmen wir die hier zum Beispiel. Bis wir die andere gefunden haben, nehmen wir die Brücke. So. Ich glaube, so ein Jahr die Wagen, die Jamaikaner, das sind die mit den Flammen drauf. War absolut gewollt. So einer nur mit Flammen. Ein blöder Regen. Ja, ja, ja. Leute, Leute, Leute. Autowechsel? Ja. Nervt schon ein bisschen, dass die Gangster und auf einen schießen. Gerade wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist das blöd. Taxi? Taxi. Doch, 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 doch. Also gar nicht so brüllen, ich nehme dein Taxi trotzdem. Cabby Rotlichtbezirk. Das ist natürlich die italienische Mafia, die uns nicht mehr so mag. Harvard. Noch gesperrt. Downton Island. Ach, hier können wir auch die Seiten wechseln, also die Städte. Okay. Sind wir in Rockford. Mal wieder auf der anderen Seite. Genau da, wo wir vor uns praktisch schon mal waren, wechseln wir das Auto, wenn es schneller ist. Nicht so schwer sein, Newport zu finden. Kommt uns ein Benji entgegen. Shoreside Vale, hier geht es natürlich nicht weiter. Portland. Jetzt müssen wir eigentlich weiter links, um nach Norden zu kommen. Harwood. Oh,
Hepburn Heights. Mal sehen, ob das so ein ist jetzt. Auf jeden Fall ein Gangauto.